Schon wieder Erblinge. Das kann doch nicht sein. Schaut euch jetzt das Video an, oder ich muss euch pulverisieren. What's up, Docs and Morris? Ich bin Firmino und heute reden wir über Marvin der Marsianer, der mir leider seine Rote verloren hat. Seinen ersten Auftritt hatte er am 24.07.1948. Fällt euch was auf? Richtig, das war heute vor... Das war heute vor 75 Jahren. Krass. Darauf erstmal ein Happy Birthday. Du singst jetzt nicht Happy Birthday, klar? Na gut, dann halt nicht. Hase im Weltall war am 24.07.1948 der erste Auftritt von Marvin der Marsianer. Lustigerweise, ich habe das gar nicht geplant. Das kam einfach so, weil ich die Videokassette ja gekauft habe. Letzte Woche gab es ja die Folge bei einem Videorekorder, der nicht funktioniert hat. Und dann habe ich gedacht, da machen wir gleich eine Folge über ihn. Und er hat ausgerechnet der Geburtstag. Ich feiere das gerade. Ich raff das jetzt erst. Ich habe ein Skript geschrieben und habe nicht mal gewusst, an welchem Tag es aufkommt. Ich muss weg. Damals hieß er allerdings noch nicht Marvin der Marsianer, sondern Commander X2. Na, das hätte ich auch auswendig lernen können. Und an seiner Seite ist noch immer Commander K9. Ein grüner Hund, der dieselbe Hose wie Marvin trägt. Übrigens, sein Outfit ist so ein bisschen an die Römer angelehnt. Dann gibt es noch die Instant Marsianer. Das ist tatsächlich ziemlich biologisch anbaubar auf jeden Fall. Denn tatsächlich sind das so kleine grüne Kügelchen. Die legt man hin, gießt etwas Wasser drauf und schwupp kommt ein Marsianer hervor und jagt meistens Bugs Bunny. Sein erster Synchronsprecher war Joey Alaskey. Mittlerweile wird er von Eric Bowser gesprochen. Also natürlich im amerikanischen Original. Ja, und dieser Eric Bowser spricht ja unter anderem auch Daffy Duck, manchmal auch Bugs Bunny und noch einige andere. Haben wir zumindest Synchronsprecher da drin? Davon habe ich keine Ahnung. Aber Marvin war auch der Erste, der einen Schauplatz bekommen hat, der Looney Tunes fremd war zu der Zeit. Also der Weltraum, der wurde noch nie in einem Looney Tunes Cartoon zuvor verwendet. Also das war eine Neuerung. Zusätzlich ist es auch so, Marvin der Marsianer soll das Pendant zu Yosemite Sam sein. Ja, zudem wird es auch noch eine Folge geben. Ja, Sam ist ja eher der Laute, Sam ist eher der Wilde und der irgendwie seine Aggression nicht im Griff hat. Und Marvin der Marsianer ist genau das Gegenteil. Er ist ruhig, er ist höflich und zerstörerisch, wenn er nicht aufgehalten wird, was er aber meistens wird. Meistens ist ein gutes Stichwort, so oft war der gar nicht dabei. 5 Shorts in den Golden Age of Animation. Das war damals die Zeit, in der die Animation so krass wurde. Das sagt ja schon der Name. Die Videospielsparte habe ich ja erstmal rausgenommen. Es gibt, so wie ich mitbekomme, auch kein Spiel, das wirklich sich nur Marvin der Marsianer dreht. Ich habe da zwar ein Video gesehen, wo es wohl ein Spiel gibt. Da bin ich mir aber noch nicht ganz sicher, ob es das wirklich gibt oder ob das ein Fanmade war oder ein Zusammenschnitt. Ja, wie auch immer. Tatsächlich gab es aber ein 3D-Video von ihm, einen 3D-Kurzfilm quasi, der im Freizeitpark lief. Damals im Warner Bros. Movie World in Deutschland und auch 2010 im Parque Warner, also im Warner Bros. Movie World in Madrid. Ja. Und jetzt? Gastauftritte! Ich habe den Film noch nie gesehen, aber in Ready Player One hat er eine ganz, ganz kurze Sequenz. Da spielt er ganz kurz, sondern zu sehen, das sind vielleicht 3 bis 4 Sekunden, mehr auch nicht. Das finde ich aber erwähnenswert, weil so oft kommen Looney Tunes nicht in anderen Filmen vor, die nichts mit den Looney Tunes zu tun haben. Ich rede voll durcheinander. Lustigerweise... Oh.
Lustigerweise hat er in den Space Jam Film mehr Nebenrollen. Also gerade wo es um Space, also Weltraum, im Titel zumindest geht, war er eher weniger zu sehen. Im ersten Teil von Space Jam war er der Referee zwischen den Typen von Moral Mountain und dem Toon Squad. Und im zweiten Teil kriegt er eigentlich nur auf die Mütze. Ja, Bugs kriegt von ihm ein Raumschiff, beziehungsweise also eher unfreiwillig. Und zur zweiten Halbzeit kriegt er nochmal die Laderampe. Die Rampe generell, Mann, von seinem Raumschiff auf den Kopf. Viel mehr hat er nicht. Also, er ist irgendwie ein Außenseiter. Er kommt ja auch von weit her. Aber eine viel größere Rolle hatte er in Duck Dodgers. Die Serie, die sich um den Superhelden Duck Dodgers, also gespielt von Daffy Duck, und seinen Kadetten, gespielt von Schweinchen Dick, dreht. Ja, da ist er häufig der Gegenspieler und hatte da so eigentlich, finde ich, so seine größte Rolle. Wenn man mal noch Looney Tunes Show da abzieht, da hat er zwar auch seine großen Auftritte gehabt oder hin und wieder, war aber auch mehr ein Nebencharakter. Da kam aber häufiger vor als in den Original-Shorts, in denen er damals in den Golden Ages zu sehen war. Das ist krass. Ja, zum Abschluss meine eigene Meinung zu Marvin Damasiano. Ja, ich vergleiche ihn gerne mit einem sehr guten Freund von mir. Ja, weil die Höflichkeit ist leider nur dabei. Selbst wenn er böse ist, sagt er halt einfach nur: Du machst mich wirklich zornig. Ja, mehr sagt er nicht. Das ist krass. Der ist entspannt, der Typ. Aber er hat komische Pläne in seinem Kopf. Ich glaube, was bräuchte Marvin? Ich überlege mal kurz. Was bräuchte Marvin der Masiana, damit er normaler wird? Nicht, dass ich das möchte. Bloß nicht. Er soll ein Looney Tunes bleiben. Ein Hobby. Ganz dringend ein Hobby. Aber was macht man auf dem Mars? Vor allem auf dem Mars der Looney Tunes, wo es nur rote Böden und Glasscheiben gibt. Ein bisschen langweilig. Wie auch immer, damit muss er leben. Das war eine sehr komische Folge, finde ich. Sehr, sehr komische Folge. Egal, that's all, folks, und bis bald. Und das soll die fulminante Folge über mich sein? Dafür bin ich vom Mars hierher gekommen? Erbärmlich! Welcome to my universe.